Liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Maihälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zu deiner Legung über, Zwillinge. Ich habe vorhin habe ich mir eine Doku angeschaut über schwarze Löcher im Weltall, auf Artists, mega gut, sehr zu empfehlen. Es gibt zwei Teile. Bei Teil 1 geht es um schwarze Löcher und jetzt bin ich am zweiten Teil dran, da geht es um Meteoriten. Auf jeden Fall musste ich, als ich diese Doku angeschaut habe, ja, über diese schwarzen Löcher mit den Galaxien und eben dem Sonnensystem, diesen Planeten und alles, dem Weltall und alles, musste ich ständig an dich denken, Zwillinge. Ständig musste ich an dich denken und jetzt, wenn ich jetzt die intuitive Message für dich abrufe, habe ich vor meinem geistigen Auge das folgende Bild. Ich sehe dich gekleidet als Page, ja, und du hältst deine Hände so hin und jemand legt dir die Sonne in die Hände. Also jene, die so ein bisschen so sich mit der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems und so, der Platzierung der Erde, ja, der Positionierung und so beschäftigen, wissen, wie sehr alles auf Zufall beruht. Ja, also die Erde, die steht genau an der perfekten Stelle mit der genau richtigen Drehung. Und auf Millisekunden genau dreht es sich genau richtig schnell, damit hier auf Leben, auf Erden, Entschuldigung, überhaupt Leben entstehen kann, etwas entstehen kann, ja, Lebewesen entstehen können und, und. Die Erde dreht sich um die Sonne, Zwillinge. Es wird dir etwas in die Hand gegeben, das dafür sorgen wird, dass später um dich herum viele neue Dinge entstehen. Okay, die Sonne ist im Zentrum des Sonnensystems. Diese wird dir in die Hand gegeben und sobald du diese Sonne annimmst, ja, Sonne steht für das Positive im Tarot, Sonne steht für Erleuchtung, ja, es kann auch ein Wissensschatz sein, den du erhältst, ein Aha-Moment, den du hast, ja, wenn du das entgegennimmst und entsprechend agierst, werden um dich herum durch ganz viele abstruse Zufälle gute Dinge geschehen, Zwillinge. Alles wird immer zum genau richtigen Zeitpunkt, genau richtigen Ort, ja, an genau richtiger Stelle, tak, 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 stattfinden, so dass etwas Kreatives draus entsteht. Todeskarte. Wir haben hier bei der Todeskarte diesen Skelett, ja, der steht für Todes. Für Todes. Der steht für dein altes Wissen. Oh, meine Nägel passen gut zu dieser Karte. Ist einer meiner Lieblingskarten. Ist einer meiner Lieblingskarten. Der Tod steht für dein altes Wissen, für deine alten Einstellungen, für deinen alten Job, für deine alten Freunde, Freundinnen, ja. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, was? Ich soll die alle zurücklassen? Du wirst sie zurücklassen, Zwillinge. Hier haben wir den Hierophanten. Der Hierophant steht für Glaubenssätze, ja? Das ist der Moment, wo du Vegetarier, Vegetarierin wirst. Das ist der Moment, wo du sagst, nein, ich esse ab jetzt wieder Fleisch. Das ist der Moment, wo du sagst, als Banker bin ich nicht glücklich, ich gehe jetzt fotografieren. Ja, das ist der Moment. Und dann in diesem Moment, wo du diese Erleuchtung hast, diesen Aha-Moment hast, ja, ist dein Geist sicher hier,
fängt dieser Todesprozess hier an. Ja, alles Alte, das tot ist, das dir nichts mehr bringt, stirbt ab und du schreitest hier vorwärts. In welche Richtung? In Richtung Sonne. Und auf der Sonnenkarte, ja, das ist sowieso die bildliche Fortsetzung der Todeskarte, ist dann ein Baby. Du kommst neu auf die Welt, Zwillinge. Ja. Und das ist die Sonnenkarte, die nächste Karte. Fünf der Schwerter, schau. Was auch immer das für ein Prozess ist, dass dir dich selbst näher gebracht hat, ja, du scheinst näher zu dir zu kommen, dich besser kennenzulernen, sorgt dafür, dass du hier Menschen zurücklässt, ja, das passiert automatisch. Der Hierophant ist im großen Arkana übrigens die fünfte große Arkana und wir haben hier fünf der Schwerter. Diese Fünferkarten geschehen alle im Zuge vom Hierophanten, eben diesem Aha-Moment, diesem, ah, weißt du was, ab jetzt glaube ich an das und das und das. Ja? Nehme diesen Aha-Moment, nehme das Neue da, das du über dich verstehst. Nimm das an. Ja? Zwillinge, nimm das an. Sechs der Kelche. Eine Person, die du schon sehr lange kennst, gibt dir diese Sonne. Eine Person, die du schon sehr lange kennst, die schon sehr lange in deinem Leben ist, ihr kennt euch wahrscheinlich seit der Kindheit, erinnert dich an dein wahres Ich. Siehst du, wie gelb diese Karte ist? Ja? Und wir haben hier einen Kelch, der gegeben wird. Das steht für eine Geste, für ein liebevolles Wort, das dir hier gegeben wird in Bezug auf dein wahres Ich. Ja, ich stelle mir hier einen Satz à la, weißt du noch, als wir, So in diese Richtung stelle ich mir einen Satz vor. Weißt du noch, Zwillinge, als wir zwei damals, und dann, buh, warte mal, wo bin ich heute? Wer bin ich heute? Wer sind meine Freunde um mich herum? Warum bin ich in diesem Job? Ja, das wird passieren. Was ist mit meinem wahren Ich geworden? Ist so ein Kennenlernen des Kindes in dir, Zwillinge. Zwei der Münzen bringt dich aus der Fassung. Ja, da kommt auf euch ein Satz zu, ein Wort zu, eine Erzählung zu, die euch aus der Fassung bringen wird. Plötzlich wankt alles, was du für dein Leben gehalten hast, hin und her. Ja? Das hier wird eine anstrengende Zeit. Ja, mach dich drauf gefasst. Wir haben hier die 8, hier die 8. Das ist die Kraftkarte. Und der Hierophant 5 plus noch die 8. Das macht dann die 13. Todeskarte hier, 13. Karte. Das wird eine. Das wird eine Zeit, wo du ein bisschen die Kontrolle abgeben musst. Keine Sorge, du gibst die Kontrolle weder mir ab, noch deinem Lehrer, noch deinem Chef, noch deinen Freunden oder ähnliches. Du gibst es dem Universum ab. Ja, und das Universum hat die Erde millimetergenau richtig platziert und auch das Timing von der Drehung um die eigene Achse und um die Sonne und alles ist alles auf Millisekunde genau so perfekt berechnet, dass alles, was wir hier sehen, kennen, ja, überhaupt entstehen kann. Okay? Du gibst es nicht einfach so irgendjemandem ab, sondern jemand, der hier Profi ist. Dem Universum. Okay? Kapisch? Rat des Schicksals. Okay. Ich möchte hier auf die Schlange eingehen, die scheint hier von Bedeutung zu sein für dich. Also, Rat des Schicksals, das steht dafür, dass sich das Leben um 180 Grad zum Guten kehren wird für dich, ja? Und das Rad des Schicksals ist nicht ein Rad, wo du irgendwo findest und dann kannst du dran drehen und dann ist alles gut. Nein, das Rad des Schicksals ist etwas, wo du so am Küchentisch sitzt und das Gefühl hast, dass du die Kontrolle über dein Leben verlierst.
Warum? Weil hier das Universum eingreift und dein Leben komplett umkrempelt und du kannst nur zuschauen. Du kannst nur zuschauen. Ich sag dir, in welchem Moment das beginnen wird, Zwillinge. Siehst du hier diese Schlange? Siehst du das? Wofür steht eine Schlange? Was ist eine Schlange? Was ist Schlangengift für dich? Schlangengift ist etwas, das man direkt aussaugen sollte, gell, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Für mich, Zwillinge, ist Schlangengift ein Segen. Ja, für meine Kaumuskeln. Vielleicht könnte ich nicht einmal so viele Legungen machen, wenn ich nicht Botox in den Kaumuskeln hätte. Ja, das ist so der Moment, wo du merkst, dass etwas Gift und Segen sein kann, wird der Moment sein, wo sich dein Leben plötzlich anfängt zu kehren. Ja, und so von der Ferne aus betrachtet sieht das auch ein bisschen wie ein Medaillon aus. Ja, die Medaille mit den zwei Seiten. Wir haben hier die Schlange als Hinweis darauf, dass das, was du bisher als Segen betrachtet hast, doch noch Gift ist. Und das, was du als Gift betrachtet hast, oh mein Gott, Segen ist für dich. Klingt komisch, wird dann Sinn machen, sobald dieser Zeitpunkt hier gekommen ist. Okay, das wird kommen hier. Ja, plötzlich siehst du so die andere Seite von den Dingen. Ja, das, was du als gut befunden hast, ist plötzlich ja Gift und das, was du als Segen, als Gift empfunden hast, etwas, was du eigentlich nicht willst, ist plötzlich ein Segen. Okay? Ja, ist wieder rein. Komm jetzt. Die Hohe Priesterin. Das bist du, Zwillinge. Ist deine Karte im Tarot, die Hohe Priesterin. Bleib cool. Bleib cool. Du hast hier diesen Mondsichel vom Islam. Hier hast du Christenkreuz. Hier hältst du die Tora in der Hand. Hier, ja. Mit all dem, was hier auf Erden zu finden ist, an Informationen, an Wissen, an Dingen, die gesehen oder gehört oder sonst wie aufgenommen werden sollten, ja, all diese Dinge werden dir nicht helfen, sobald das Rad hier sich anfängt zu drehen. Klingt wie eine Horrorstory, aber es ist ja, es soll ja alles zum Guten kehren. Lass davon ab, irgendwie dich hier auf deine fünf Sinne zu konzentrieren, ja. Du bist hier mit dem Mond verbunden, du bist die Hohepriesterin. Das, was ich dir gerade erzählt, das kannst du. Die Hohepriesterin, die hat all diese Infos zusammengenommen, hat sich das alles angeschaut, was in diesen Büchern steht. Ja, ist da, gleichzeitig jetzt 2021 ist das Google hier. Google. Früher haben Leute diese Religion konsultiert, um etwas zu erfahren, das sie nicht wissen. Ja, heute geht man auf Google. Die Hohepriesterin steht auch vor Google. Ja, und versuch dich gar nicht auf irgendeine Art und Weise über diese Veränderung in deinem Leben zu informieren. Lass es einfach geschehen. Ja, die Hohepriesterin ist die, die den Mund hält hier, die ist still, die hat nichts mehr zu sagen und die verbindet sich hier nur noch mit dem Mond. Wir haben hier all diese Mondphasen auf ihrem Kopf, ja, und wir haben hier dahinter haben wir Granatäpfel und alles. Das steht alles für Fruchtbarkeit, ja, für Weiblichkeit und die Hohepriesterin an sich ist die Intuition. Und wir haben hier eine dunkle Säule, hier haben wir eine helle Säule. Gift und Segen. Gift und Segen. Was bedeutet das für dich? Wenn du so in der Mitte sitzt, alles um dich herum verändert dich und hier hast du Gift und Segen. Diese Buchstaben stehen übrigens für zwei Heiler. Zwei biblische Heiler. Was das für dich bedeutet, Zwillinge, ist Folgendes. Wenn ich dir das Schönste auf Erden präsentiere nach dieser Veränderung, dann wird auch dieses Schönste eine Giftseite haben. Wenn ich dir nach dieser Veränderung das Giftigste, das Schlimmste auf Erden präsentiere, dann wird auch das eine segensreiche Seite haben. Also chill. Ganz einfach. Okay? Eigentlich
Und wir haben hier auch, von den Bildern her, seht ihr, hier ist dunkel, dunkel, man geht hier in Richtung hell. Ja? Und wir haben hier das Rad des Schicksals. Das ist alles zum Guten, Zwillinge, mach dir überhaupt keine Sorgen, lass es einfach geschehen, du bist die Hohepriesterin, bleib cool, bleib cool. Schau mal, die Herrscherin, Kreativität, es entsteht etwas Neues in deinem Leben, ja, und das soll auch so sein. Ist für dein Wohl. Eben wie gesagt, Gift und Segen. Gift und Segen. Sag mir das Schönste auf Erden und ich sag dir, was Gift dabei ist. Sag mir das Schlimmste auf Erden und ich sag dir, was Segen dabei ist. Also im Grunde müssen wir uns, ja, um nichts Sorgen machen im Leben, weil alles seine zwei Seiten hat, ja. Okay? Musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Geht alles in Richtung hell hier. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Hier haben wir die Kraftkarte, die ich vorhin angesprochen hatte. Ja? Der Hierophant 5, die Kraftkarte 8. Das macht dann die 13. Todeskarte. Ist eine nicht ganz einfache Zeit, aber je easier es du nimmst, je mehr du darauf vertraust, dass das Universum dein Timing genauso gut hinkriegen wird wie die Positionierung der Erde. Je mehr du darauf vertraust, desto easier wird das. Ja, also ich tue das immer und ich habe überhaupt keine Probleme da. Nö, ist ganz gechillt. Wirklich, nix. Solange man vertraut und meint, ja, und sagt, doch, doch, das Universum weiß schon, was es tut. Dann kannst du chillen. Ich werde hier mit diesen Karten für jene, die hier für die Liebe schauen, werde ich hier nachschauen, was die weibliche vor der männlichen und was die männliche vor der weiblichen Seite versteckt. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut.